Wie groß ist der Grenzwinkel Alpha Max, wenn ein Lichtstrahl von Diamant mit Brechungsindex 2,40 in Luft mit Brechungsindex 1,0003 übergeht? Der Brechungsindex vom Medium 1, also N1, beträgt 2,40. Der Brechungsindex von Medium 2, also N2, beträgt 1,0003. Wir sehen, N1 ist streng größer als N2. Größerer Brechungsindex bedeutet kleinerer Winkel und kleinerer Brechungsindex bedeutet größerer Winkel. Deshalb muss Alpha also kleiner sein als Beta. Gefragt wird der Winkel Alpha Max, den wir haben, wenn Beta 90 Grad wird. Mit diesem Kursor kann ich den Winkel Alpha einstellen. Also stelle ich ihn jetzt so ein, dass Beta 90 Grad wird. Das mache ich mit der Tastatur. Wir sehen, Alpha wird größer, Beta demzufolge auch. Und für irgendeinen Wert von Alpha wird Beta gleich 90 Grad. Und diesen Wert von Alpha bezeichnen wir mit Alpha Max. Also hier, Beta ist 90 Grad und gefragt wird die Öffnung von diesem Winkel Alpha Max. Um die herauszufinden, nutzen wir das Gesetz von Snell-Descartes, das in unserem Fall zu dieser Gleichung führt. N1 mal Sinus von Alpha Max gleich N2 mal Sinus von 90 Grad. Der Sinus von 90 Grad ist gleich 1 und somit führt diese Gleichung zu dieser Sinus von Alpha Max gleich N2 geteilt durch N1. N1 und N2 können wir durch ihre jeweiligen Werte ersetzen und somit muss Alpha Max gleich sein zu Sinus hoch minus 1 von diesem Bruch, also so. Und das geben wir dem Taschenrechner ein. Wir geben also ein Sin hoch minus 1, das befindet sich über der Sin-Taste in Gelb, also für Gelb Shift. Ich klicke auf Shift, ich klicke auf Sin und im Display steht dann Sinus hoch minus 1 von. Jetzt geben wir diesen Bruch ein. Bruch 1,0003, Kursortaste nach unten, 2,4. Diese 0 ist nicht unbedingt erforderlich. Es ist auch hier nicht unbedingt erforderlich, Kursortaste nach rechts, um die Klammer zu schließen. Ich finde es so mathematisch sauberer. Jetzt noch Enter und der Taschenrechner findet 24,632 Grad, so ungefähr. Also halten wir das hier fest. Alpha Max beträgt ungefähr 24,632 Grad. Und das ist die Endantwort auf die gestellte Frage.